Heute haben wir für euch unseren Red 6 plus 1 aufgebaut, damit ihr es dann noch leichter habt, den selber zu Hause aufzubauen und noch schneller grillen könnt. Also dranbleiben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Taino-Kanal. Heute wollen wir zusammen unseren Red 6 plus 1 Gasgrill aufbauen. Wenn ihr den bei uns bestellt im Online-Shop, bekommt ihr zwei Kartons geliefert. So sieht das dann aus. Und wir werden ihn jetzt einfach mit euch zusammen aufbauen. Ihr braucht einen Kreuzschraubenzieher, eine Zange und am besten einen Kumpel. Dann geht es nämlich schneller und macht mehr Spaß. Los geht's!
So, nach gut 2 Stunden sind wir fertig, haben diesen dicken Grill hier aufgebaut. Ihr seht, wie hoch der ist, ne? Ich bin 1,82 groß. Der ist wirklich sehr hoch. Finde ich sehr angenehm zum Arbeiten, zum Grillen. Für ein noch größeres Grillvergnügen können wir euch noch unser Zubehör empfehlen. Wir haben eine ganze Menge Produkte. Zum Beispiel für diesen Grill eine Gusseisenplatte. Richtig schwer und massiv mit 2 Seiten. Einmal hier für ein gutes Branding, auch hier schön mit unserem Logo. Auf der anderen Seite ohne Rillen, zum Beispiel perfekt für Gemüse, ne? Schön einölen und dann Gemüse, Zucchini, was auch immer drauf. Sehr, sehr lecker. Außerdem haben wir noch Gusseisen-Grillroste und mein ganz persönlicher Favorit sind hier diese Gusseisenpfannen. Gibt es in 3 Größen, die kommen im Dreier-Set und die passen perfekt hier auf den Seitenkocher für Beilagen, Desserts, ein Fond, was auch immer. Wirklich sehr, sehr cool. Ansonsten passt gut auf euren Grill auf. Dafür haben wir eine extra Abdeckhaube. Das heißt immer, wenn ihr fertig gegrillt habt, schön abkühlen lassen und abdecken. Dann habt ihr auf jeden Fall länger was von dem Grill. Jetzt wünschen wir euch eine mega schöne Grillsaison. Geht ja endlich los. Wetter wird gerade gut. Wenn ihr noch weitere Fragen zu diesem Grill oder auch zum Aufbau oder zu anderen Produkten von uns habt, schreibt sie uns immer gerne in die Kommentare. Wir freuen uns außerdem über ein Like und wenn ihr unserem Kanal folgt. Ansonsten bis bald wieder.